Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, so fing hier alles an. Wir können das nochmal verfolgen hier. Es ist wirklich, wirklich krass. Ich habe gedacht, Alter, das geht überhaupt nicht hier. Was ist denn hier los? Und so knappe CK-Kämpfe habe ich schon wirklich, wirklich lange nicht mehr erlebt. Ihr seht selber die Queen hier noch am Start. Noch ein, zwei Valkyren, aber die werden jetzt das Zeitliche segnen. Und der Gegner kann die Queen nicht mehr zünden, hat jetzt nur noch eine Defense eigentlich vor sich, nämlich den Magierturm hier hinten. Der macht gerade noch so die Walküre und die Queen macht noch die Luftbombe. Und was jetzt? Alter, das geht ja gar nicht. Wie knapp ist das denn hier? Mann. Nochmal herzlich willkommen, liebe Clasher. Ich muss ein bisschen das Ganze belächeln, denn das war so spannend hier heute Abend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wir haben, ihr habt das ja im vorherigen Video gesehen, wir haben schon hier und da ein bisschen gefailt, aber am Ende, ich habe ja gesagt, ich warte ganz, ganz lange mit meinen Angriffen und zwei andere haben auch noch ganz, ganz lange mit den Angriffen gewartet, nämlich es war der King Arthur, der Chris und der Hangman. Hangman, eigentlich ein ganz stabiler Spieler bei uns, schon ewig im Clan und eigentlich kennt man ihn, dass er beide Angriffe macht, aber wir gucken einfach mal rein, wie das Ganze begann. Ihr habt das gesehen, wir haben noch eine Defense gehabt am Anfang und irgendwann musste ich ja mal ran, hab gedacht, komm Thorsten, du schnappst dir jetzt die 6 hier. Ich habe mir noch ein bisschen Beistand geholt von jemandem, der mir sehr vertraut ist, dem ich wirklich sehr, sehr vertraue und der echt nett ist, aber er konnte mir auch an der Stelle nicht wirklich helfen, weil er im Moment nicht ganz so viel im CK spielt. Und so ein bisschen, muss ich sagen, wundert mich das. Ich habe hier schon Wut geworfen und habe unten immer noch 5 Zauber. Also 2, 3, ach nee, ich habe nur noch 4 Zauber. Okay, ich habe nur noch 4 Zauber. Entschuldigung, da habe ich mich vertan, aber diese Ringbase hier, die hatte es mir einfach von Anfang an angetan. Ich wollte eigentlich mit meinen Mauerbrechern die Clanburg locken. Das ist mir nicht gelungen, aber meine Queen geht ganz gut durch und ich glaube, ja, ich habe sie hier nochmal zum zweiten Mal geraged, dass die mir hier nicht flöten geht. Ja, Clanburg kriege ich immer noch nicht, Queen geht den nicht richtigen Weg für mich und deswegen habe ich gedacht, du ziehst dir hier die Helden rein, denn es gibt hier keine Adlerleff und gar nichts. Und es schießt jetzt auch nicht mehr so wirklich viel auf die Queen hier an der Stelle und man muss ja irgendwo sein Valkyren, denn ich wollte unbedingt hier in die Mitte irgendwo einen Funnel bereiten und ich glaube, das ist mir an der Stelle auch richtig gut gelungen. Ich hätte nicht gedacht, guck mal, die Queen will in die Mitte. Das ist natürlich obergöttlich eigentlich, aber ich habe so ein bisschen die beiden Infernos aus dem Blick gelassen, denn ich war ein bisschen am Mobile Handy, muss ich sagen, eingeschränkter Blick. Hab jetzt meine Truppen gesetzt und hab nicht gesehen, dass der hintere Inferno hier auf Single steht. Und mein Fries, ja, legendär, wie immer, das Rathaus gefriest, totale Scheiße. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber ich habe das Rathaus bekommen und hab aber nicht gesehen, dass dort ein Single-Inferno ist. Und vielleicht hätte ich den Multi doch friesen sollen und den Single erstmal lassen sollen. Nächstes Mal bin ich schlauer, Leute. Das ist ein richtig krasser Kampf hier, denke ich mal, von mir gewesen. Und so fing hier auf jeden Fall unsere minimale Serie hier an. Also es war so knapp, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das seht ihr gleich. Ich habe hier dann noch am Ende noch, ich glaube, 1 oder 2% hier geholt. Nee, ich glaube, es war nur noch 1%. Und dann schauen wir gleich weiter. Also unglaublich. Ich habe hier am Handy gezittert und hier zog Unwetter auf und das Unwetter hat auch anderen zu schaffen gemacht, aber das sehen wir gleich. Nach mir der 8, also irgendwo stand es hier, weil ich kann euch den Spielstand nicht genau sagen, aber wir haben uns dann entschieden, wir müssen hier noch 9er dreiern und wir müssen hier vor allen Dingen diese Base hier noch zweiern, denn auf den oberen beiden Bases war noch kein Stern drauf. Das hat uns so ein bisschen ins Hintertreppchen
gerückt. Und der King Arthur hat dann aber gesagt, ja, ich mach die 2. Ich habe mir die auch 1300 Mal im Internet angeschaut, als RH10 allerdings. Und die kann man auch als RH10 machen, also das weiß ich mittlerweile, aber der Arthur hier macht das richtig gut. Er hat sich hier für einen Drachenangriff entschieden. Und schauen wir mal, denn Ziel waren an der Stelle hier 2 Sterne auf diese Base, so dass wir noch im RH9-Bereich alle Sterne holen konnten, denn der RH9-Bereich hat wirklich gespechelt diesmal. Ganz, ganz stark. Und ist echt der Hammer hier, finde ich, dieser Angriff. Das sieht man auch wirklich, wirklich selten, dass so angegriffen wird. Und jetzt holt er sich nochmal richtig Prozente hier. Also wirklich toller Angriff hier vom King Arthur, aka Chris. So will ich es mal sagen, man kennt sich hier schon. Auch der Chris ist hier jetzt schon so ein paar Wochen und ist hier schon ein bisschen heimisch geworden. Also auch das ist echt eine starke Gemeinschaft hier. Was man manchmal nicht meint, aber klar haben wir auch so ein bisschen Diskrepanzen, haben immer mal wieder so einen kleinen Twist. Aber richtig gut hier. Mann, sind das noch 4% geworden hier. Auf die Nummer 2, also 1 auf 2. Und dann hieß es erstmal warten, warten, warten. Was machen wir, was machen wir? Und es kam einer von uns nicht hier ins Spiel. Das war der Hankman. Hankman ist eigentlich einer unserer soliden Angreifer hier. Macht immer 2 Angriffe, macht eigentlich auch gute Sterne. Aber auf dem Hurricane Festival, so habe ich es vernommen, auf dem Weg nach Hamburg, keine Verbindung, Gewitter etc. Und wir wussten nicht, was wird mit Hankman. Was ist mit Hankman? Oder Hangman heißt er, ja. Ja, irgendwann, ich hatte meine Armee eigentlich für einen Neuner gebaut, habe aber schon vorproduziert gehabt für die 1. Ich musste die 1 machen, Leute. Das geht gar nicht. Ich habe vorher noch mit jemandem diskutiert und habe gesagt, oh Mann, ich muss hier so eine schwere Base machen. Aber schaut euch das an. Da ich der Ringbase ja nicht wirklich fähig bin mit RH10, habe ich gedacht, du musst jetzt mal so vorgehen. Wie das unter Umständen einige Clans so planen, mit 3 Golems bin ich hier reingekommen, mit meinen Helden, dann mit Mass Bowlern und einigen Zauber, man sieht das auch in der Clanburg habe ich Bowler, und ich habe gedacht, irgendwie musst du dieses Rathaus erreichen, irgendwie musst du hier so 50% schaffen. Und ihr seht das selber, ich mache das mal nicht in Zeitlupe bzw. in zweifacher Geschwindigkeit. Ich habe gedacht, Alter, das wird was, das kann was werden. Was macht die Queen? Wo ist die Queen? Beide Multi und ich habe gedacht, ah Mann, das Rathaus hier, yes! Ich habe das Rathaus an der Stelle, aber erst 36%, oben sind noch ein paar Bowler unterwegs, aber ja, die Adler-Dev ist natürlich sehr stark. Schießt auf meine Queen, aber ich schaffe den 2. Inferno sogar und 42%. Das war echt super. Warum war das an der Stelle super? Weil wir haben an dieser Stelle, ich glaube, 34, 36 zurückgelegen und dann kam der Hankman. Ja, ausnahmsweise mal 2 Angriffe von einem RH10 auf RH9 in Folge. Damit ihr so ein bisschen wisst, was hier eigentlich Sache war. Ich muss sie gerade suchen. Hankman. Also ich muss sie beide zeigen. Der Hank hat ganz krass durchgegammt hier an der Stelle. Und hat uns hier wirklich die Fahne oben gehalten. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich habe irgendwo im Garten gesessen, hier vorher lange telefoniert. Und lange mit jemandem gesprochen. Und dachte nur so, ey, das geht ja gar nicht. Jetzt greift er hier in den letzten 15 Minuten so eine Attacke hier an. Und der kann nur seine Truppen gegammt haben, denn entweder war der Hank selber noch irgendwie am Account, irgendwo in Hamburg, ich weiß es nicht. Oder aber es hat ein Freund von ihm gemacht, denn wir haben viele kennen sich hier untereinander und ich glaube, der Max kennt den Hank hier, der hat den vorher schon mal angefunkt und das Handy war nicht erreichbar, das Mobile-Device war nicht erreichbar und da haben wir gedacht, na komm, der macht seinen Angriff nicht mehr. Vielleicht schaffen wir einen 36-36 mit meinem Angriff und
Aber dann kamen diese beiden Angriffe hier von Hank und ich habe echt, also das ist ein echtes Herzschlagfinale. Das habe ich so schon wirklich, wirklich lange nicht mehr erlebt. Er hatte noch 16 Bowler hier für ein Clean-Up, dann am Ende offen und hat diesmal auf RH9 echt alles mega richtig gemacht. Das war der erste Kampf hier, das war der vorletzte von ihm. Der Gegner hat derzeit auch noch einen Stern geholt, nämlich das 37-36. Und Hank hatte den letzten Angriff hier auf die Nummer, jetzt muss ich mal schauen, wen er noch gemacht hat. Ich glaube, einen höher. Ja, er hat noch einen gemacht. Nämlich, haben wir den gerade gesehen? Ich glaube, den haben wir gerade gesehen. Entschuldigt bitte, ich bin total außer mir. Da ist er. Da ist der Kampf von Hank auf die Nummer 10. Und, das war sein erster Kampf. Entschuldigt, das war sein erster Kampf, denn ich habe irgendwann mal getippt, Mensch, der Hankman, der hat hier Farmtruppen am Start. Und habe schon gedacht, oh, das wird nichts mehr. Das waren 30 Minuten vor Schluss oder so. Der muss gammen wie blöde, damit er das überhaupt hier irgendwie gebacken bekommt. Und habe zwischendurch geschrieben, Mensch, der Hank, der hat Farmtruppen am Start und das sehe ich so mal richtig, richtig schlecht. Aber jetzt guckt euch diesen Angriff an. Ich habe wirklich, also dieser CK hier, der hat mir hier die allerletzten Nerven geraubt. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Von daher habe ich gesagt, Leute, nie wieder so einen 15er CK. Das ist echt nicht zu meinen Nerven. Das geht überhaupt nicht. Also, echt. Ich habe nach wie vor, auch hier fing das Unwetter dann an. Ich habe noch unter Blitz und Gedonner hier schon so ein bisschen, unter Blitz noch nicht, aber unter leichten Gedonner und Regen unterm Carport gehockt und habe gedacht, Mann ey, das muss irgendwo was werden. Und dieses hier, aber man konnte schon ein bisschen erahnen, mit den vielen Truppen, die er hier noch im Start hat, dem Babydrachen, den Riesen, dem King, dass das auf jeden Fall ein Dreier wird. Das war unser 37-37. Und wie gesagt, der Gegner hat derzeit auch schon einen Stern bei uns noch gut gemacht. Das heißt also 37-37 und ihr könnt gucken, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich weiß, dass das einen ganz, ganz besonders freut. Danke nochmal für deine super mentale Unterstützung. Das Ding haben wir gerockt hier mit 89,07 zu 87,33% gegen die Africans 18+, die waren auch wirklich nicht schlecht. Ich habe ja schon mal erwähnt, Kriege hier oben jenseits der 10 sind immer ganz, ganz knapp, immer ganz, ganz schwer. Und dieses Mal waren sie besonders knackig. Also, ich kann gar nicht mehr. Ich war danach außer mir vor Freude. Ich glaube, Hocke ist im Zimmer rumgesprungen. Und wir sind total euphorisch gewesen. Denn wir wollten auf jeden Fall vermeiden, dass unser Kriegslock noch mehr rote Farbe bekommt. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Grün drin und auch ein bisschen Hoffnung. Also Leute, bleibt bei mir dran, auch wenn ich derzeit sehr euphorisch bin. In meinem Bauarbeiterdorf ja nur Mist mache. Ihr seht das, lasst euch nicht irritieren, ich mache auch gute Angriffe. Ja, und dann sehen wir uns in jedem Fall. Wir sehen uns und wir hören uns in jedem Fall am Wochenende, wenn euer Tote wieder clasht. Vielen Dank euch nochmal.